Es ist wichtig zu wissen, dass der plötzliche Herztod nicht etwas Festgegebenes ist, sondern wir können was dagegen tun. Risikofaktoren führen zur koronaren Herzerkrankung. Je weniger Risikofaktoren wir haben, je besser wir sie im Griff haben, desto besser können wir Herzinfarkt und plötzlichen Herztod verhindern. Wesentlichen Risikofaktoren, die dazu führen, sind in allererster Linie der Bluthochdruck, der Diabetes mellitus, aber auch ein erhöhter Cholesterinspiegel, die Hauptfaktoren für die Entwicklung einer koronaren Herzerkrankung darstellen. Weitere Faktoren sind sicherlich ebenso wichtig wie beispielsweise das Rauchen. Wenn Sie das Rauchen aufgeben können, tun Sie damit einen ganz wesentlichen Schritt in Richtung auf Ihre Gesundheit. Genauso wichtig ist es aber auch, sich gesund zu ernähren, regelmäßig körperlich zu bewegen. Hier sind sicherlich Messgrößen von etwa 30 Minuten pro Tag, 4 Tage die Woche eine gute grobe Richtschnur, an der man sich ausrichten kann. Unter dem Strich sollte man sich merken, man kann selbst sehr viel tun, unterm Strich vielleicht sogar mehr als der Mediziner, um seine Gesundheit zu erhalten.